Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, es geht wieder weiter. Ah, ich freue mich schon drauf. Ja, wir werden heute ein paar Sachen machen und ein paar Sachen, ja, wenn denn die Zeit reicht, fertig machen. Ich kann nämlich heute nur 4 Folgen aufnehmen. Ich muss dann, ja, ich habe dazu eine etwas über eine Stunde Zeit und da wird das alles gerade mal so fertig. Okay, gut, also nur 4 Folgen. Und zwar will ich heute gerne... Ach ja, da fällt mein Blick gerade auf die Spinnenweben, die ich letztes Mal noch vergessen hatte. Ja, das werden wir auch machen. Aber zunächst einmal will ich schauen, genau, hier, den Kollegen hier. Den werden wir doch einsetzen. Gehen wir mal dahin. Moment, die Taste hier. So. Genau, da drüben. Also, warum will ich den jetzt doch einsetzen? Die Erklärung ist ganz einfach. Also mir kommt es ein bisschen, naja, so nach Schummeln vor und deswegen will ich das nicht gerne machen. Aber ich werde es doch machen jetzt in dem Fall zumindest, weil ich in dieser Angelegenheit hier noch sehr, sehr viel zu machen habe und noch sehr viel vorhabe. Das wird noch eine ganze Weile dauern und das ist immer noch, also das, was da noch kommen soll, das ist auf jeden Fall zum Selbstmachen, aber auch für euch zum Zuschauen wesentlich interessanter, als hier so einen blöden Felsklotz abzubauen. Und deswegen eben, na, soll das so sein. Und deswegen, ach so, ja, und noch was, also der Klotz hier weg. Und ich habe auch beschlossen, hier in diese Richtung auch doch noch das Ganze zu erweitern. Moment. So. Dann müssen wir zwar den Weg hier vereinnahmen. Das geht hier bis da. Ah ja, okay. Und da kommen wir so erstmal gar nicht hin. Ja. Aber das macht nichts. Das heißt, wenn wir von hier aus, von dem Gang aus hier, dann mal zum Atelier wollen, müssen wir, also haben wir nicht einen eigenen Gang, sondern müssen praktisch dann, oder nur zum Stück, müssen zum Teil dann eben auch durch den Bahnhof laufen. Aber okay, warum nicht? Das finde ich ganz interessant. Und deswegen will ich das gerne machen. So, also das da und auch in diese Richtung noch ein bisschen weiter. Das müssen wir dann schauen, wie das genau geht. Aber jetzt machen wir erstmal das da. Und ich will auch im Grunde jetzt so diesen Klotz wegmachen. Und dann will ich die Spinnenweben einsetzen und eben auch in der Baumschule ein bisschen was machen. Und drüben, oder nee, hier eigentlich ja, die unteren Büros einräumen. Und wenn wir das alles schaffen in der Aufnahme, dann ist gut. Und wenn nicht, ja, dann eben nicht. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt nicht so viel Zeit. So, wir nehmen jetzt den hier. Dann hier ein Rechtsklick darauf. Es irritiert mich ein bisschen, dass sich da dann nichts tut. Aber okay. Und dann sollte das jetzt gleich weg sein. Ich will jetzt nicht runterfallen, so wie beim letzten Mal. Deswegen fange ich da oben an mit dem ersten Klick und da unten kommt jetzt gleich der zweite. Und dann sollte das Ganze, der ganze Block hier gleich weg sein. Ja. Okay, alles weg. Die Fackeln, oh nee, die lasse ich doch mal eben liegen. Denn da leuchten sie. Oh ja, und ich mache den hier gleich mal wieder weg. Denn da leuchten sie noch. Und wir können uns von oben da das anschauen, wie da der Weiteneindruck ist. Beziehungsweise Tiefeneindruck auch. Oh ja, mhm. Ja, das finde ich schon mal ganz gut so. Ha, eventuell sogar noch ein bisschen weiter nach hinten. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Ich würde auch gerne die Treppe noch ein bisschen versetzen. Na, von daher sowieso auch noch in dieser Richtung. Aber dann kann ich ja oben schon mal ein bisschen... Wir bleiben jetzt einfach doch noch ein bisschen da. Ah ja, dann brauche ich aber diese hier. Oh, okay, gut. Nein, Moment. Oh, da sind noch mehr. Ja, zerballert euch mal gegenseitig erstmal. Gut, mach mal. Ich setze mal eine Fackel hin, damit ich was sehe. Okay, das Skelett ist kaputt gegangen. Ich setze mal noch eine Fackel hin. Ja, okay, gut. Lass ich erstmal.
Das da sammle ich mal ein. Da sind Spinnen. Vielleicht ist das so ein... Ah, da komme ich ja nicht durch. Okay, dann kommt aber... Ja, doch, eine Spinne müsste bei einer 1er Höhe durchkommen. Okay, da ist Lava. Ja, ich will mich da jetzt nicht zu weit hier rum bewegen. Nicht, dass ich mich noch verirre. Das muss jetzt auch nicht sein. So. Oder habe ich mich schon verirrt? Ja, ich glaube... Nee, warte mal. Hier, da. Ach so, ja, das war... Ah, ja, okay. So, das mal weg hier. Da drüben sind die Spinnen. Ich schau mal, was da drüben ist. Ah, den sollte ich aber besser... Na, irgendwie so von hier aus das machen. Brauchen die Spinnen eigentlich eine Zweierbreite, um da irgendwo durchzu... Also Breite meine ich jetzt. Oder eine Einser nur. Ah, guck mal an, das ist auch so ein Spawner. Okay. Ja. Ist das genug Licht? Achso, ich muss ja hier auch noch weg. Ja, okay. So. Wo kann ich jetzt Fackeln hinsetzen, damit es da auf jeden Fall hell genug ist? Da, oh ja, da kann ich... Ne, da ja nicht. Aber ich kann das Holz hier wegmachen. Ne, mit der Axt. So, das dürfte hell genug sein. Und dann lasse ich das mal. So, dann geht's hier wieder nach oben. Machen wir erstmal so. Okay. Oh, was haben wir denn da? Das ist jetzt auch nicht so gedacht. Ja, okay, gut. Ich musste also Fackeln hinsetzen. Moment mal, erstmal wieder was essen. Da sind ein paar Zombies. Die Oger sollten mir eigentlich so erstmal nichts tun. Da ist ein kleiner Zombie, da hinten ist ein Creeper. Was steht denn da noch? Achso, das ist der Hammer von dem Oger. Ja, gut. Oh, und ich habe nicht so viele Fackeln. Aber ein paar kann ich ja noch aufheben. Hallo? So. Ja, kommt erstmal der Kleine an hier. Na, endlich. Ah, zwei Endermänner sind auch noch da. Okay, so weit, so gut erstmal. Die sollten mir ja erstmal nichts tun. So, was scheppert denn da so? Okay. Oh, der will mir doch ans Leder hier. Ja. Okay, aber haben wir hingekriegt. Die beiden behalten einander. Okay, das ist auch gut. Ja, mach mal. Okay, ne, mit den Endermen will ich mir jetzt eigentlich gar nicht anlegen. So es sich denn vermeiden lässt. Sag mal, kriegst du jetzt dieses blöde Skelett dahin? Aha, okay. Wie auch immer sie das angestellt haben. Ja, gut. Dann belassen wir es erstmal hierbei. Dann ging das ja doch noch relativ glimpflich ab hier. Ja, also hier ein bisschen weiter nach in diese Richtung würde ich auch gerne noch machen. Die Frage ist jetzt nur, wie weit... Und die ganze Treppe auch noch versetzen, dass man nämlich, wenn man hier rauskommt, erstmal so direkt vors Geländer ist. Und deshalb die Treppe ein bisschen weiter nach rechts versetzen. Aber okay, wir machen das so. Wir bleiben erstmal dabei. Und machen draußen weiter. Oh, da hat sich einiges angesammelt. Und das hier? Glück, ja, Glück habe ich bestimmt schon. Ja, habe ich schon. Na gut, dann gehen wir mal ins Lager und beim nächsten Mal, wenn wir hier sind, machen wir eben hier weiter. Ich würde sagen, wir sorgen erstmal dafür, dass wir noch ein bisschen nach rechts das Ganze ausweiten. Nach links dann ja sowieso noch, aber erstmal noch nach rechts. Und dann, und da hinten steht auch was. Ja.
Und dann fangen wir mal an, so ein bisschen so einzurichten. Aber eben nicht jetzt, sondern erstmal hier im Lager. Und dann machen wir draußen weiter. Ich schmeiß das jetzt alles hier rein. So, so, dass da alles, nur die Spinnweben bleiben da. Das auch, das auch. Die beiden Spinnweben. Und ich kann ja mal noch eine weitere mitnehmen oder zwei. Ansonsten sollte alles ja noch vor Ort sein. Ja, Axt haben wir auch. Schaufel. Oh, die Schaufel geht bald kaputt. Ja, mal drei. So. Die Schaufel. Dann, wenn ich schon hier bin und dran denke, mache ich mir jetzt eben noch eine Schaufel. Hier haben wir dann nichts vorbereitet. Na gut. So, einmal davon. Das stapeln wir aufeinander. Und zweimal davon. Na, dahin. Okay, soweit so gut. Wie jetzt? Die Nacht hat gerade angefangen. Okay, meinetwegen. Dann stopfen wir erstmal hier eine... geht nicht. So. Ach, da oben. Ja, genau. Haha, jetzt. Gut, die zwei... Oh, da kann man noch eins daneben machen. Und was? Nein, ich will da nicht die Tür aufmachen. Ich will erstmal ins Bett gehen. Und die anderen beiden, die setze ich draußen hin. Draußen in der Sägerei. So, den Klotz hier lassen wir da. Und dann... Ach ja, ich wollte noch ein paar Holzstapel machen. Ja. Machen wir hier eine hin und dann... dort eine. So. Okay, soweit so gut. Und dann will ich gerne noch ein paar Holzstapel machen. Welches Holz nehmen wir denn da? Mal Akazienholz? Oh, guck mal, wen haben wir denn da? Nee. So. Noch einer. Da hinten ist noch einer. Ah, das ist ein Skelett. Ja, gut. Das lasse ich da jetzt mal. Ja, machen wir eben mal ein bisschen Akazienholz. Ach so, Setzlinge. Sollte ich jetzt hier welche rauskriegen? Ja, guck mal. Mehr ist genug. Kann ich wieder einen Setzling hinsetzen? 12. Ja, ist ein bisschen wenig. Wo haben wir denn die nächste Akazie? Dort ist was. So, gleich da was hin. Eingesammelt habe ich alles. Wo haben wir noch da? Haben wir noch zwei Akazien? Ah, da komme ich jetzt zu dem Skelett hin. Ja, okay. Dann müssen wir das wohl doch angehen. Erstmal noch das hier. Oh, das interessiert sich aber nicht für uns. Na gut. Da haben wir noch eine Akazie. Da haben wir noch eine. So, jetzt habe ich auch eine Birke. Na gut, schlagen wir die auch weg. Da ging ja ein bisschen Laub mit weg. So. Ich glaube, damit haben wir erstmal genug Akazienholz, dass wir da vorne, ja doch, hier muss ich hin, einen Holzstapel hinmachen kann. Hier so ein bisschen neben dem Weg. Ah, ich könnte aber hier... Ja, das will ich aber nicht gerne. Nee, mach mal hier. Ach nö, ich mach das so. Wie machen wir das? Nee, ich will das so gerne machen. Dann einfach mal eins so hin und da... kann ich dann ein paar andere Sachen daneben machen. Jetzt machen wir hier einfach mal nichts mehr hin. Ja, da kann noch einer dran. So, auch hier noch. So, der in der Länge. Passt das so. Und so. Und die machen wir wieder weg. Obwohl, ich kann die erstmal so... so noch machen, dass da... Ja gut, das reicht erstmal.
Ja, genau, so. Und da machen wir einfach nichts mehr hin. Und hier oben drauf noch einen. So. Und die da vorne weg. Da und der noch. So, genau. Ja. Da könnten wir aber jetzt doch hier was hinmachen. Den da ein bisschen überstehen lassen. Und auch den da noch. So. Ah, nee, der ist mir ein bisschen zu viel. Oder wir machen den wieder weg. So, dass da ein bisschen so Varianz ist. Oh ja, und da könnten wir noch... da könnten wir noch... ich brauche ein bisschen Holz eben. Warte mal, ich glaube, wir haben da unten was. Nämlich so ein Schild. So ein... Oder wie heißt das? Schild, ja doch, Schild. Da, genau. Nehme ich mal welche mit. Und, haben wir da noch irgendwo anderes Holz? Nee, aber das da hier, das können wir eigentlich wegräumen. Brauchen wir ja nicht mehr.